Hier ist das Stadion, gleich kommt das Spiel. Wir begrüßen Sie, die beiden Kommentatoren, Manni Breukmann und Frank Buschmann nimmt. Ja, wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Hätte ich doch einen Schirm mitgebracht. So mittlerweile kommen die Regentropfen sogar bis zu uns hier auf die Plätze. Es regnet wie aus Eimer. Unglaublich. Und der Mann für die schwierigen Entscheidungen heißt heute Libor Čechmánek. Jetzt hat der Schiedsrichter die Partie angepfiffen. Łażikowski bewegt den Ball. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Also für den war diese Flanke wirklich nicht bestimmt. Giroud. Łażikowski bewegt den Ball. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. Problem für den Gegenspieler. So ein Geschenk nimmt er gerne an. Walcott. Warum springt er jetzt? Weil er Angst hat oder weil er schlau ist? Gutes, schnelles Passspiel. Bitte attackiert. Gündogan. Achtung, Kopfball. Und der ist drin. Ein schöner Kopfball und unhaltbar war er auch. Ja, weil er wie aus dem Lehrbuch kommt. Wunderbarer Treffer. Das nennt man dann wohl Kopfballstärke. Das muss es sein. Und er ist drin. Angeschlagen in der Ecke und kriegen gleich noch einen. Unglaublich, ich weiß gar nicht, wie viele Sekunden vergangen sind, aber das ging fix. Herrlich gemacht, eine Bilderbuchflanke. Walcott. Sanja. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Schauen wir noch mal genau hin und schnalzen mit der Zunge. Super Kopfball. Wir sehen hier noch mal ganz deutlich, Manni, für den Keeper ist da gar nichts zu machen. Das ist ein Traumkopfball. Ja, Fußball wird mit den Beinen und den Füßen gespielt, aber der Kopf gehört auch dazu. Giroud, da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Holt ihn euch. Das lässt kein Schiri auf der ganzen Welt durchgehen. Freistoß. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Guck mal hin. Da war er wieder. Der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Das sollte besser funktionieren. Walcott. Łażikowski bewegt den Ball. Łażikowski. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Die Flanke kommt gut. Jetzt sieht er ab. Abseitsentscheidung korrekt. Sanja.
findet er Theo Walcott mit diesem Pass. Abseitsentscheidung korrekt. Walcott. Walcott, was für eine klasse Tat. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Ja, das gibt einen Eckball für den FC Arsenal. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Der Ball ist frei. Reus, der kann alles am Ball. Giroud. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Eine leichte Beute, so macht die Balleroberung Spaß. Walcott. So, jetzt muss der Torwart ran. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ah, da ist er ausgerutscht. Ja, der Rasen, Manni, der Rasen ist nass, der Ball auch, kann passieren. Walcott. Jetzt ins Tor. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärfen. Und er springt einfach über den grätschenden Angreifer hinweg. Giroud. Achtung, jetzt. Unglaubliche Parade. Der Ball geht jetzt aus. Ecke für Arsenal. Könnte es gefährlich werden. Wiltshire. Toll, wie er das macht. Und der Ball erzappelt im Netz. Und damit ist die Führung dahin, die sie so verzweifelt verteidigt haben. Und jetzt müssen sie sich noch mal voll reinhängen, wenn sie wirklich aufsteigen wollen. Und vor der kämpferischen Einstellung, da kann ich nur den Hut ziehen. Also hier sieht man noch mal ganz deutlich, der Torhüter dachte, der Ball geht an die Latte. Zweikampf um den Ballbesitz. Wenn der Ball ist, dann liegt der Tor in der Luft. Ja, und die Flanke abgefangen. Giroud. Hummels. Schmelzer. Gündogan. Der Ball ist frei. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Super Flanke. Wahrlich keine schlechte Hereingabe, aber der Gegner, er hat aufgepasst. Gündogan. Abwehr steht sicher, fängt die Flanke ab. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Giroud. Was für eine Grätsche. Wiltshire. Beide Mannschaften haben zwei Tore geschossen und das schon zur Halbzeit. Pausenstand 2:2. Also die nehmen sich heute nicht viel, Buschi. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf Unentschieden. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Bender. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Mesut Özil jetzt. Und klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Eckball für den FC Arsenal.
Sofort abgezogen und Wolkow. Blaschikowski. Der Assistent zeigt an, abseits. Mesut Özil jetzt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Und jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Reus. Kehl. Ja, da kommt was auf uns zu. Wie bewertet der Unparteiische diese Aktion? Der Schiedsrichter holt die gelbe Karte raus. Wenn der da so reingeht, dann ist es ja wohl klar, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Mats Hummels! Und Tor! Sie konnten ihre Führung nicht behaupten. Jetzt ist wieder alles offen. Und das so kurz vor dem Ziel, dem Erreichen des Titels. Sie müssen jetzt konsequent in die Offensive gehen. Warum der Ball reingegangen ist, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Nein, und es war kein Eigentor, es war am richtigen Ende des Platzes, das sieht man selten. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt, ein super Kopf. Das heißt, Rückstand für den FC Arsenal London. Diesen Schiri kennen wir, der gibt garantiert Freistoß. Ball im Tor aus, Abstoß. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Das müssen wir nicht loben, das ist Standard. Das unterschreibe ich. Walcott. Genau hingeschaut. Und der Torwart darf jetzt abstoßen, nachdem der Ball ins Tor ausging. Mesut Özil jetzt. Walcott. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist klar. Er muss Abstoß geben. Ball war im Tor aus. Mesut Özil jetzt. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Müsste abseits sein, ja. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Bender. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Und jetzt stand... Und jetzt! Gut im Ansatz dieser Konter, aber am Ende fehlte, glaube ich, ein bisschen die Konzentration. Aber das muss ein Tor sein. Das ist bis... Dahin perfekt gespielt, dann musst du kaltschnäuzig abschließen. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Um Himmels Willen, was für ein Schnitzer. Diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Attackiert ihn, er will den Ball. Ja, da stand er stark unter Druck, das muss man sagen.
Lewandowski. Zu früh gestartet, abseits. Und nun die Abseitspositionen für beide Mannschaften im Vergleich. Mertesacker. Wilshere. Marco Reus. Können Sie die Flanke verwerten? Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Sanja. Walcott. Die Situation wurde geklärt. Abseitsentscheidung korrekt. Und jetzt geht diese Partie in die entscheidende Phase. Und jetzt geht die Post hier richtig ab. Sie wollen den Ball ins gegnerische Tor reinbrüllen. Da hat er abseits gepfiffen. Nicht mehr lang bis zum Schlusspfiff. Ob sie wohl noch das Tor zum Ausgleich schaffen können? Das wäre natürlich eine Riesenüberraschung, aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Walcott. Und dieser weite Ball soll auf Olivier Giroud gehen. Das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Nach wie vor liegt Arsenal hinten, aber es ist noch nichts verloren. Zeit genug. Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Jetzt sind sie wieder im Ballbesitz. Marco Reus. Pichet. Flanke kommt gut. Vorsicht, es ist doch nicht. Versucht's mit dem Kopf. Das vielleicht gibt ihnen das wieder Selbstvertrauen. Und sie kommen noch mal richtig wieder. Ein Unentschieden würde auch nicht reichen, um sich den Titel zu holen. Borussia Dortmund trifft. Und hier kommt die Wiederholung. Gerade noch mit einer klasse Parade. Der Held. Und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert.